Was Sie hier sehen, ist die Oberfläche von Soho Analytics, und zwar das Hauptdashboard hierzu. Hier sehen Sie Ihre ganzen Arbeitsbereiche, und in denen Sie Ihre Daten verwalten können. Soho Analytics selbst ist in deren Sicht ein Tool zum Analysieren und Auswerten von Daten. Wenn Sie jetzt hier recht frisch sind, dann haben Sie die Möglichkeit, über diese Schaltfläche Daten zu importieren. Wenn man drauf klickt, kommt man auf die möglichen Datenquellen zu Soho Analytics. Darauf gehe ich gleich noch mit ein. Im Vorfeld haben wir schon mal einen Arbeitsbereich vorbereitet für das Ganze. Hierzu gibt es, wenn ich jetzt auf einen Arbeitsbereich klicke, bekomme ich auf die tatsächliche Übersicht von den Bereichen. Und speziell den Explorer mit den ganzen Daten, in dem die Informationen enthalten sind. Das Ganze ist über Tabellen drin. Wenn ich jetzt einfach mal auf eine Kontakttabelle gehe, sieht man, hier ist ganze einsichtbar über eine Tabellenansicht zu den Daten, die man importiert. Die Datenquellen an sich hat man hier an der Sidebar einen Bereich, der nennt sich Datenquellen. Wenn ich draufgehe, sieht man alle Datenquellen, die zur Verfügung stehen. Aktuell habe ich hier die Datenquelle Soho CRM. Hier sieht man dann die ganzen Informationen zu dieser Datenquelle selbst, und man kann sie auch im Nachgang noch bearbeiten und entsprechend zeitplanen. Wenn man im Nachhinein noch eine Datenquelle hinzufügen möchte, dann hat man hier auch wieder die Oberfläche für Datenquelle hinzufügen. In dieser Oberfläche sieht man dann auch alle möglichen Verbindungen, die zur Verfügung stehen. Gibt es die Möglichkeit, über lokale Daten, über Cloud-Datenbanken, man kann aus anderen Arbeitsbereichen von Soho Analytics auch binden, und man hat auch zu vordefinierten Tools direkt eine Verbindung, die man dann auch zeitlich synchronisieren kann. Ich scroll hier mal langsam durch, dass Sie hier auch sehen, was es an den ganzen Optionen gibt. Das wird auch laufend aktualisiert. Recht kürzlich sind hier beispielsweise auch Sachen wie Microsoft Dynamics Business Central hinzugekommen an Optionen, und das wird auch immer weiter erweitert. Wenn ich jetzt hier auf eins von diesen Optionen klicke, wie beispielsweise, wenn ich hier noch einmal auf CM klicke, dann kommt hier einfach nur noch mal eine Information, und mit weiter kommt ein Schritt für Schritt
Oberfläche zum Auswahl. Hier in dem Fall wird mir jetzt bereits vorgeschlagen, einmal die Zoo CRM-Organisation mit den Feldern und den Modulen, die man synchronisieren möchte. Bei diesen vorgefertigten Modulen kann man ganz einfach hier durchklicken und die nötigen Module und Felder, die man synchronisieren möchte, auch hochladen, auch auswählen. Weiterhin gibt es hier noch die Möglichkeit, dass diesen Datenimport auch in einen Zeitschedule auszuführen. Das heißt, man kann das täglich oder stündlich auch synchronisieren, dass es automatisch neue Daten immer hinzufügt. Stündlich gibt es jetzt hier immer drei Optionen mit, also entweder alle 3 Stunden, 6 Stunden oder 12 Stunden. So Analytics dann automatisch die Daten synchronisieren und auch gibt die Möglichkeit, schon gewisse Standardberichte zu diesen Modulen auch vorzufertigen. Gehen jetzt hier einfacher mal raus an der Stelle zurück in die Datenquellen selbst. Hier gibt es auch noch unser CRM. Wenn ich jetzt mal kurz auf Einrichtung bearbeiten gehe, dass wir mal wieder auf die Übersicht kommen. Das dauert jetzt ein wenig lange. Okay. Genau, über Einrichtungen bearbeiten. Man kann dann hier auch noch einmal nachträglich die Sachen ändern. Also ich kann nachträglich noch mal ändern zu sagen, okay, ich möchte das jetzt doch täglich synchronisieren oder ich möchte es nicht oder ich möchte noch weitere Felder hinzufügen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ich dann auch noch mal zeige. Es gibt die Möglichkeit über eine Datei. Dann gibt es hier auch noch mal einen Schritt-für-Schritt Ablauf, wie man zum Importieren. Man benennt sich jetzt hier den Tabellennamen. Man kann jetzt hier auswählen, welche Dateiformat gibt, da ich jetzt hier gesagt habe, Datei selbst, habe ich diese Auswahl. Wenn ich jetzt sage lokale Datenbank, dann gibt es auch die Möglichkeit, entsprechend mit einer Datenbank zu verbinden. Man kann dann hier auch einfach die Datei auswählen. Ich habe hier entsprechend schon was vorbereitet und dann gehen wir einfach weiter. Was als nächstes kommt, dadurch, dass ich jetzt hier eine Excel-Datei hochgeladen habe, gibt es die Möglichkeit zu wählen, welches Tabellenblatt ich hier auswählen möchte. Wenn man hier jetzt weitergeht, dann kommt man auf die weiteren Einstellungen für den Import. Es gibt jetzt hier die Möglichkeit zu wählen, ob jetzt die erste Zeile die Spaltennamen sind oder ob das noch weiter Daten sind. Man kann entsprechend auch noch Formatierungen einstellen. Und man hat hier einen kleinen Überblick von den Daten und
kann hier noch kleine Anpassungen machen, wie beispielsweise welches Format, also ich was jetzt der Datentyp dieser Spalte sein soll. Man hat hier auch noch einmal die Möglichkeit über Data Prep, auch wenn ich jetzt auf Daten vorbereiten gehe, öffnet sich ein integriertes Data Prep Window und man kann hier noch einmal die Datenqualität anpassen, noch eventuelle Anpassungen in den Daten selbst noch tätigen, damit man eventuelle Unschönheiten noch bereinigen kann. Hier unten hat man dann noch die Möglichkeit, bei Import-Fehlern noch zu sagen, was soll jetzt passieren. Hier gibt es jetzt, okay, entweder die Spalten leer machen, die Daten nicht importieren oder gewisse Zeilen überspringen. Wenn ich jetzt auf Erstellen klicke, dann erstellt es jetzt mir hier die Tabelle. So, und hat dann auch noch mal eine Zusammenfassung. Also hier sieht man, dass man jetzt drei Spalten hat. Und insgesamt 57 Zeilen. Wenn ich jetzt schließe, dann fragt es jetzt hier auch noch einmal, okay, möchtest du versuchen, das soll jetzt Analytics hier automatisch Bericht erstellen? Das wollen wir jetzt hier nicht. Wie man sieht, hat man jetzt auch wieder die Tabellenansicht. Man kann auch noch im weiteren Fall hier noch den Datentyp der Spalte auch noch im Nachgang ändern. Falls man jetzt beispielsweise bei Zahlen, Werten es jetzt positive Nummer, aber man später feststellt, dass auch negative möglich sein können, als ein Beispiel für diese Art von Import hat man auch die Möglichkeit, manuell noch einmal nachzuimportieren von Daten. Man kann sagen, diese importieren, dann schlägt es auch hier noch einmal vor, von wo man das jetzt importieren möchte. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn ich mal zurück auf die Datenquellen gehe. Dauert zum Teil ein bisschen mit dem Laden. Gerade es gibt auch die Möglichkeit, über die Zoho Analytics Data Bridge diese Synchronisation auch zu automatisieren. Das wurde einem auch hier mit vorgeschlagen an der Stelle, also wenn man CSV oder TSV Textdateien hat, kann man diese auch automatisch über Data Zoho Analytics Data Bridge automatisiert importieren. Data Bridge an sich ist jetzt eine Applikation, die jetzt auf lokal läuft und sich dann mit so Analytics verbindet, da wir ja hier in einem Cloud-System sind. So, wir haben jetzt hier, so, ich schließe mal alles, wir haben jetzt hier unsere Daten, das ist jetzt soweit schön und gut. Jetzt wollen wir aber auch entsprechend Berichte darauf generieren. Also, wenn ich jetzt hier auf einer Tabelle bin, habe ich hier an der Seite den Button für Neu erstellen. Das hat man jetzt auch hier an der linken Seite in einen allgemeinen Erstellen-Button. Wenn ich jetzt hier einmal draufklicke, sieht man die ganzen Optionen.
Speziell für Berichte gibt es die Möglichkeit für Diagramme und Niveaus. Wenn ich jetzt hier einfach auf der rechten Seite auf Neu auf den Plus gehe, kann ich das neu einen Datensatz neu stellen, direkt basierend auf dieser Tabelle. Ansonsten fragt es einen noch ab, okay, auf welche Tabelle möchte ich das eigentlich erstellen. So, wenn ich jetzt hier sage Pivot, komme ich auf einen Drag-and-Drop-Editor für die ganzen Felder innerhalb der Tabelle. Die Tabelle, die wir gerade haben, sind jetzt nur die wirklich enthaltenen, das heißt unsere E-Mail, die Klicks und das Datum. Was man jetzt rein, ich kann jetzt hier einfach in eine der drei Bereiche hier reinziehen. Wenn ich jetzt sage Monat, ja, Klicks, dann auf Generieren, dann erstellt es mir hier in diesem Bereich einen eine Vorschau von diesem Bericht jetzt selbst. So, wenn ich ein Vorteil von Analytics jedoch ist, dass ich auch zwischen den allen Daten, die ich jetzt habe, auch Verbindungen herstellen kann. Wenn ich jetzt zurückgehe auf die Klicks und einmal einen Rechtsklick auf die E-Mail-Tabelle, auf die E-Mail-Spalte setze, gibt es die Möglichkeit, diese Spalte zu einer Suchspalte zu wechseln. Wenn ich jetzt hier drauf entsprechend draufklicke, dann öffnet sich auch entsprechend ein Editor an der Seite. Heute ist das entsprechend auch etwas langsam anscheinend. Genau, jetzt hat sich's geöffnet. Und man kann jetzt hier die Verbindung zwischen zwei Spalten herstellen. Einmal ist jetzt die Spalte, die ich ausgewählt habe, die E-Mails von den Klicks. Und dann habe ich jetzt hier eine Auswahl von allen Spalten, die wir aktuell in diesem Arbeitsbereich auch haben. Ein Kaviat hierzu, die Spalten, die man verbinden möchte, müssen vom gleichen Datentyp sein. Und wir nehmen jetzt hier an der Stelle den E-Mail vom Kontakt. So, wenn ich das jetzt ausgewählt habe, sage ich jetzt hier einfach Save und Close. Und dann verbindet es die beiden Tabellen miteinander. So. Sind jetzt auch hierzu fertig. Wenn ich jetzt zurück in unsere Pivot-Tabelle gehe und hier einfach auch aktualisiere. So, oh. Noch das andere geladen. So, wenn ich das jetzt nochmal aktualisiere, dann werden mir hier noch ein paar mehr Tabellen auch wirklich vorgeschlagen. Das dauert jetzt etwas lang. Gehen wir hier noch einmal schnell neu drauf. Und Profil-Effekt. So, okay, jetzt hat es auch geladen. Okay, wie man sieht, hat man jetzt nicht nur die Tabelle Kontakte, die wir verbunden haben, sondern auch Abschlüsse, Benutzer, Leads und Firmen. Diese sind automatisch verbunden durch den
durch die Datenquelle von so an CRM, wird es bereits hier automatisch Verbindungen hinzufügen zwischen den innerhalb des der Datenquelle existierenden Bereiche. Aber was ich jetzt hier machen kann, wenn ich das vom vorhin noch einmal mache, so, was ich jetzt hier einfach hinzufügen kann, ist auch jetzt hier beispielsweise von den Firmen die Branche an der Stelle. So. Wenn ich das jetzt neu generiere, sieht man jetzt hier die einzelnen Branchen und Analytics baut jetzt hier dieses Tabelle schon auf. Das kann man jetzt alles noch weiter customizen. Wenn ich jetzt auf das Zahnrad gehe für die Einstellungen, kann ich hier beispielsweise die Beschriftung noch anpassen. Also ich sage jetzt hier, das ist jetzt ein Datum. Das Gesamt nehme ich jetzt hier raus beispielsweise. Habe jetzt hier auch unter Layout Einstellungen zu der Pivot-Tabelle an sich. Unbekannte Werte beispielsweise tue ich einfach hier rausnehmen. Wenn ich jetzt fertig bin, gehe ich auf Anwenden, dann wendet es hier auch entsprechend alles an. So. Man hat hier auch noch mal die Möglichkeit, über Design das wirkliche Layout und Design der Tabelle noch einmal seinen Wünschen anzupassen. Und genau. Man kann auch, wenn ich jetzt hier einen Rechtsklick auf eine Datenspalte jetzt gehe, kann ich mir auch sagen, bedingte Formatierungen hinzufügen. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, beispielsweise der Wert ist größer als 50 an der Stelle, dass sich jetzt das hier farblich auch abändern hervorheben soll. Und ich kann jetzt hier beispielsweise noch ein Emoji mit hinzufügen. Und sag jetzt okay. Und dann wendet er das hier auch automatisch mit an. So, wir können das dann auch entsprechend abspeichern. Dann können wir das auch in einen spezifischen Ordner speichern. Wir nennen das jetzt Klicks per Branche. So, dann speicherte das hier entsprechend ab. Und dann haben wir hier den Anzeigemodus und können dann auch das entsprechend zeigen, wie es dann am Ende des Tages auch wirklich ausschaut. Wenn ich jetzt wieder zurück auf Design bearbeiten gehe, man hat hier noch zwei weitere Reiter, einmal für Filter und für Benutzerfilter. Das heißt, man kann hier noch spezielle Filter nochmal hinzufügen. Wenn ich beispielsweise für Benutzerfilter gebe ich jetzt hier einfach noch einmal tue ich die Branche rein, dann hat man hier die Möglichkeit auch diesen Nutzerfilter entsprechend seinen Wünschen anzupassen. Je nach Typ des Feldes hat man hier auch andere Optionen mit, dass zum Beispiel ein Datumsfeld andere Bedingungen hat, Wünsche hat als jetzt ein normales Textfeld. So.
Wenn ich jetzt auf den Anzeigemodus gehe, sieht man, hat man jetzt hier ein Auswahlfeld für die Branche, was jetzt entsprechend auch alles ausruft. Und ich kann jetzt hier sagen, ich wähle Education aus und dann filtert er das auch runter. So. So, wenn ich das kann ich dann jetzt auch wieder abspeichern. So. Und genau. Als nächstes erstellen wir einfach einen Bericht und zwar ein Diagramm, um genau zu sein. Hierzu können wir hier wieder auf Erstellen oder auf der richtigen Tabelle dann wieder auf das Plus wählen, die Diagrammansicht aus, da ich jetzt über diese linke Erstellung Schaltfläche gehe, muss ich jetzt die entsprechende Tabelle auswählen. Nehmen wir jetzt hier einfach mal Abschlüsse. So, wir kommen dann hier in den Diagramm-Editor und an der Stelle haben wir auch wieder alle Optionen zur Verfügung. Ist hier etwas weiter aufgelistet mit der X- und Y-Achse. So, wenn ich jetzt entsprechend den Betrag jetzt einfach einmal in die Y-Achse ziehe und generiere, dann Analytics hier ein Diagramm automatisch generieren. Es wird jetzt hier automatisch ein Typ aus, der jetzt auch möglich ist, der Stelle. Hier oben hat man auch nochmal einen Reiter, wo man den Diagrammtyp nochmal anpassen kann, wenn jetzt hier ein Tortendiagramm nicht für die jeweiligen Wünsche passend ist, kann man auch das ändern. Es graut entsprechend auch aus die Diagramme, die nicht möglich sind. So. So, ich gehe jetzt hier noch einmal schnell durch, baue jetzt mal einen kleinen Diagramm auf, sage jetzt hier einfach mal Firmenname, Betrag und Balkendiagramm. Und man kann das hier entsprechend auch alles mit anpassen. So. Gehe jetzt hier auch noch einmal auf Speichern und so. Nachdem ich das jetzt gespeichert habe, erstellen wir jetzt auch noch einmal kurz ein Dashboard der Stelle. Wenn ich jetzt sage, neues Dashboard, dann kommt man auf die Oberfläche für ein Dashboard, auch wieder ein Drag-and-Drop-Editor und auch wieder, man hat hier alle Möglichkeiten. War jetzt hier etwas schnell an der Stelle zur Verfügung. Entsprechend kann man jetzt hier einfach per Drag and Drop seine Tabellen mit seine Berichte, die man anzeigen möchte, auch mit reinziehen und entsprechend anpassen, wo man jetzt möchte. Und dann hat man das jetzt auch. Somit kann man auch mehrere Berichte auch anzeigen. Dies kann man dann auch für alles entsprechend an andere Nutzer freigeben, öffentlich per E-Mail und per E-Mail senden. So, wir wären jetzt soweit auch durch mit der Präsentation. Wenn
jetzt noch Fragen gibt, spezifisch können wir das hier noch einmal kurz beantworten. Okay, genau, dann haben wir jetzt hier eine. Ich lese das jetzt hier einfach mal vor. Wir haben eine Tabelle erstellt, in der wir Daten eintragen. Die Spalten sind formatiert, sodass der Tausender mit einem Punkt und die Dezimalstellen mit einem Komma getrennt sind. Wenn ich 5,67 eintrage, dann ist es kein Problem. Aber wenn ich 1234,56 eintrage, dann stört er sich an dem Punkt und markiert es rot. Wir wollen jetzt in der Zukunft die Daten nicht mehr manuell eintragen, sondern per Excel hochladen. Die Daten haben aber auch in der Excel-Punkt müssen wir die Daten nun zuvor bereinigen. Genau, also wenn ich das jetzt hier einfach mal versuche zu simulieren an der Stelle mit ein paar. Also, genau. Genau, über eine Echse hochladen. Also, wie ich vorhin gezeigt habe, hat man ja in den Datenquellen jetzt etwas langsam an der Stelle. Cool, jetzt hat es das so. So, ich simuliere das Ganze einfacher mal, indem ich die Klicks Klicks hernehme und so entsprechend formatiere. Das sind jetzt noch mal Speicher. So, wenn ich jetzt Daten gehen wir einfach über die Klicks selbst rein und so diese importiere, dann sage ich jetzt hier auch lokales Laufwerk, um jetzt die Datei selbst noch einmal auszuwählen. So wie die abgeänderte Klicks mal aus, gehe auf Weiter. So. Gehe auf Weiter an der Stelle, dann so. So, wenn ich jetzt hier direkt das jetzt hier Moment, ich ändere jetzt erst einmal den Datentypen mal hier in eins, das mehr Sinn macht für das Ganze, und zwar eine mit Dezimalstellen, damit das auch entsprechend anpasst. So. Ja, zwar jetzt hier noch. Ist jetzt etwas langsamer, dadurch, dass das ein ich bin dem Ganzen jetzt etwas schnell hier anscheinend.
Aber man hat jetzt innerhalb der Oberfläche selbst die Möglichkeit, das nochmal anzupassen. Wie gesagt, mit Data Prep kann man das nochmal und das sollte auch soweit. Jetzt möchte jetzt hier jetzt nicht let's jetzt okay. Datentyp ändern. So. Dezimalzahl. Ach. Jetzt kurz noch einmal laden, glaube ich. Aber also die können jetzt hier die Daten auch innerhalb des Importierungsschritts notfalls anpassen. Normalerweise sollte es jedoch das richtig erkennen können, wenn alles einheitlich in der Tabelle selbst ist. Noch mal kurz schauen, ob das jetzt hier zulässt. Nein, müsste jetzt neu laden alles. Aber so Analytics sollte jetzt hier normalerweise schlau genug sein für den Importierungsschritt. Wenn nicht, wie gesagt, gibt es die Möglichkeit, die in dem Schritt selbst über Data Prep zu bereinigen.